Hallo zusammen, ihr seht es hinter mir, ich bin Herr Schürli wieder mal Zürich. Es hat einen Spitzenkampf gegeben beim Frauenfußball der Nationalliga A. Der FC Zürich hat den FC Luzern empfangen. Beide Teams sind auf dem ersten Platz gestanden. Luzern hat ein Match mehr gehabt. Es war ein sehr, sehr spannender, sehr, sehr guter Match. Ein offener Schlagabtausch in der ersten Halbzeit führt der FC Luzern verdient 2-1. Ist auch das bessere Team in dieser Zeit. Nachher holt Zürich auf. Die zweite Halbzeit nicht mehr so ganz technisch gut wie die erste. Hat zwar einen Moment gehabt, aber die Intensität hat zugenommen. Das Spiel ist etwas härter geworden. Und dort hat dann Zürich sich auszeichnen, was etwas überrascht hat. Ich meine, Zürich hat natürlich ein Champions League-Spiel, eine Reise nach Finnland und zurück in dabei. Es war etwas überraschend, dass der FC Luzern dort die Intensität nicht hat mögen haben. Aber der FC Luzern hat natürlich auch etwas weniger Auswahl auf der Bank und allgemein als der FC Zürich. Und die Qualität hat dann aber schon übergeschlagen und man hat es gesehen. Ich werde jetzt nach dem Match für euch ein paar Interviews machen und sehen wir uns nächste Woche. Tschüss zusammen. Frau Moser, hart im Kampf, der Spitzenkampf. Habt ihr das erwartet gehabt, gegen den FC Luzern? Ja, wir wussten, dass Luzern eigentlich gleich stark wird wie letzte Saison. Haben sich sogar noch verstärken können. Mit der Geri Reuteler sicher Abgang, der ja, schon ein bisschen schmerzt, aber sie haben ein gutes Kollektiv, wo immer eigentlich noch die gleiche Mannschaft zusammen, die halt harmoniert. Wir hatten eine strenge Woche mit der Reise nach Finnland und haben gewusst, dass es für uns hart wird. Und wenn man dann in Rückstand geraten, wird es natürlich umso schwieriger, aber wir haben Charakter bewiesen und der Match gekehrt und es ist natürlich umso erfreulicher. Jetzt haben sie den Match doch ein Ende blockieren, wie auch in Finnland. Das mal mit einem Freistoß. Sie haben sich den Ball ein bisschen mehr weiter nach links gelegt, als ein Foul war. Hat das einen Einfluss gehabt? Also der Schiri hat nachher gelegt, von dem her kann ich es nicht beeinflussen. Wir hatten ein bisschen mehr zentral gelegt gehabt, aber sie hat gesagt, ich muss links. Und darum hat eigentlich keinen Einfluss gehabt, einfach weil er scharf aufs Goal spielen auf den zwei Pfosten. Und dass sie in den Latte gefallen ist, ist natürlich ja, Glück für uns. Es ist gerade eine harte Zeit. Sie haben gesagt, sie sind in Finnland gewesen. Sie spielen heute, spielen am Mittwoch nochmal, sie spielen dann nochmal am Wochenende und dann müssen sie nochmal in der Champions League spielen. Wie verwaltet man die Kräfte hier in diesem Team? Ja, wir haben sehr viele gute Spielerinnen. Wir können rotieren. Der Trainer weiss, wie wo das muss. Ja, mal eine Pause geben, wenn das wieder Zeit ist für eine, dass sie ja, sich auch erholen kann, weil es wird extrem streng. Ich sage jetzt auch in unserem höheren Alter mit Caroline und Fabi. Und ich ist sicher auch nicht immer einfach, ja, so viele Matches zu spielen. Und auch wir brauchen sicher Pause. Und ich denke, wir haben so gute Leute, dass also das Spiel keine Rolle, wer auf dem Platz steht. Wir sind ein Kollektiv so gut. Und darum wir werden wir die Matches so hoffentlich alle gewinnen können. Danke vielmals. Frau Brütsch, man schießt zwei Goal gegen den Gegner oben im Tabellenspitz und trotzdem reicht es nicht, obwohl man gut spielt. Was war am Schluss das fehlende Element? Ich denke, das Glück sicher. Wenn du noch das nötige Quäntchen Glück hast und es gibt einen Freistoß und nicht ein Goal, dann holst du die. Aber ich denke, eben, Zürich ist eine sehr gute Mannschaft und wir haben es probiert. Und ja, hat nicht sollen sein. Sie haben in der ersten Hälfte klar Zürich unter Druck gesetzt. Taktisch hat vieles gestimmt. Nur vorne innen haben sie ein bisschen mehr Mühe gehabt, dort die Räume zu finden, auch mal auf die Seiten auszubrechen. Was ist der Grund gewesen, warum das nicht so super gegangen ist wie Anfang der Saison? Ich denke, wenn man so viel Kraft braucht zum Verteidigen, dann ist es schwer, noch die nötige Energie hat, um nach vorne zu gehen. Ich denke, eben, heute war klar der Fokus, kein Goal bekommen. Und dann fehlt einem manchmal die Energie und Genauheit vorne. Aber daran müssen wir sicher arbeiten und wir haben noch Zeit. Ja. Jetzt wäre heute die Chance gewesen, zum Ersten sein, isoliert. Jetzt hat man am Mittwoch die Möglichkeit, wenn Servette etwas hilft, das trotzdem noch zu schaffen. Was ist die Prognose für die Saison jetzt, für die nächsten zwei Monate bis zur Winterpause? Ich denke, eben einfach alles geben. Ich denke, Zürich ist klar eine Nummer besser als die meisten, aber darunter ist alles möglich. Wir geben alles und dann schauen wir, was raus schaut. Danke vielmals. Frau Herzog, Sie haben natürlich die Saison super durchgestartet im Sommer. Sehr, sehr gute U19-EM. Sie sind natürlich einer der besten Goalies dort. Und jetzt hier einfach gerade so locker von der Frau Friedli übernommen und einfach das Team angeführt. Man hört sie auch immer im Match, sie organisiert. Wie kommt so etwas stand so in einem Sommer? Wie fühlt man sich da? Ja, es ist natürlich eine grosse Herausforderung. Also wenn man vom Ersatzgoalie zum ersten Goalie wird, vor allem war es recht überraschend für mich, dass Friedli zu ihm geht. Aber also mit so einem Team dürfen wir zusammenspielen. Also das ist mehr eher für mich, weil sie haben mich super aufgenommen und so kann man auch sehr gut zusammenspielen.
Das mit dem Unterstützen ist für mich etwas, das kann man einfach immer leisten. Wenn man sonst nicht so einen guten Tag hat, dann kann man immer unterstützen von hinten. Und ja, ich finde das etwas sehr Wichtiges. Jetzt haben Sie heute die ersten zwei Gegengol bekommen. Natürlich sind Sie nicht an denen beteiligt gewesen, aber wie ärgerlich ist das, wenn Sie schon fast zwei Monate ohne Gegengol inklusive Champions League unterwegs sind? Ja, ich habe das Gefühl, wir sind eben extrem gut gestartet, dass wir bis jetzt kein Gegengol bekommen haben. Da sind definitiv alle beteiligt gewesen, dass wir das so durchziehen können. Ja, also ich sage, das erste Goal ist Karin Patzer. Ich weiß nicht, das kann auf jeden Fall mal passieren, aber bevor haben wir es als Team noch können kehren und das Spiel doch noch für uns entscheiden. Jetzt hat Luzern hier eigentlich die erste Hälfte ein bisschen dominieren. Sie haben mehr Druck hinter dem Ball gehabt und sich gut organisiert. Hat man dort gespürt, dass man halt gerade auf Finnland geflogen ist, dort 90 Minuten Champions League gespielt hat und wieder zurückgeflogen ist? Ja, also ich denke, im Spiel selber in Finnland habe ich jetzt nicht extrem viel zu tun gehabt. Aber man merkt schon, man ist gereist, man ist früh aufgestanden, wieder zurückgekommen. Und darum haben wir auch ein paar Wechsel gehabt innerhalb des Teams, dass wir das ein bisschen kompensieren. Aber ich sage, also, alle, die auch 90 Minuten gespielt haben, haben sich da extrem gut durchgebissen. Wir hatten auch gute Regeneration gehabt jetzt, im Hinblick auf das Spiel. Und dann ist es gut gegangen. Der Kontrast zwischen dem Spitzenspiel und dem anderen Zwischenspiel bis jetzt ist recht stark. Jetzt kommt am Mittwoch wieder jemand, der Spitzengegner ist. Haben Sie das Gefühl, es geht wieder in dieser Intensität weiter und dass die Liga auch wirklich spannend wird für euch? Ja, also ich denke auf jeden Fall, wir haben Respekt vor Servette. Wir wissen, was sie können. Wir haben im Gap letztes Jahr gewesen, nur 3-2, also ziemlich knapp den gewonnen gehabt, haben das Spiel auch noch kehren können. Wir wissen, dass da auf jeden Fall etwas auf uns zukommt mit der welschen Mentalität. Aber ich bin sicher, wir werden auch das Spiel wieder können, für uns entscheiden. Wir haben sehr gut angefangen und werden das jetzt weiterziehen. Wir sind gut in Form. Danke vielmals. Frau Müller, wann spielen Sie endlich in Blau-Weiß? Ich sehe Sie immer nur in der IB-Farbe. Ist das ein Trotz von Ihnen? Nein, ich denke, du kommst einfach zu den falschen Matchen. Wir haben jetzt die letzten zwei, drei Matches wirklich in Blau gespielt. Ja, eben. Meistens auswärts spielen wir gelb. Jetzt gehen wir zum Match, einen sehr guten Match vom FC Luzern. Sie haben eigentlich dominiert in der ersten Halbzeit, nachher in der zweiten Halbzeit hat Zürich das Spiel kehren. Was war das Problem in diesen 10 Minuten, wo Zürich dort mag plötzlich den Gang drauflegen und nachher wieder ablässt? Ja, eben, ich sage, unser Ziel war sicher, nicht wie der letzte Match nach der Halbzeit, die ersten 10-15 Minuten zu verschlafen. Ich sage, das haben wir sicher richtig gut im Griff gehabt. Und dann halt irgendwie gegen den Schluss hat es ein bisschen nachgelassen. Ich kann nicht genau sagen, was das gelegen hat. Aber ja, eben, ich sage, gegen den Schluss sind wir ungenauer geworden und nicht mehr so taktisch gut gestanden. Und eben, ich sage, dort müssen wir daran arbeiten. Im letzten Drittel haben die Laufwege nicht immer gepasst. Ein paar letzte Bälle sind nicht richtig angekommen. Sie haben natürlich als Mittelfeldspielerin immer den Anspruch, dass das stimmt. Müssen Sie dort noch mehr daran arbeiten oder ist das heute einfach ein schlechter Tag gewesen? Ja, ich sage sicher an der Orientierung vielleicht noch ein bisschen arbeiten, offen stehen und mit dem Zurückschauen. Und ja, eben, man muss jeden Match können besser sein und positiv sein. Sie sind ja eigentlich offensive Mittelfeldspielerin. Heute haben Sie aber hinter der Rahel Job gespielt. Ist das die Entscheidung, damit Sie das Spiel von hinten organisieren können? Oder ist das mehr der Manndeckung zu verdanken gewesen? Ja, das war sicher ein taktischer Entscheid von Glenn, dass ich hinten helfen kann im Spielaufbau, aber auch defensiv kann mitschaffen mit Manndeckung und schauen, weil sie sich viel lassen lassen. Eine geht entgegen, eine geht fallen, dass ich dort die Organisation also dort kann helfen kann. Wenn Servette jetzt hilft am Freitag, könnt ihr gleich wieder auf die Tabellenspitze, am Mittwoch könnt ihr die Tabellenspitze wieder angreifen. Ist das ein Ziel von euch? Glaubt ihr könnt euch bis zur Winterpause daran halten? Ja, klar ist das unser Ziel. Unser Ziel ist allgemein, eben das Saisonziel vorher können damit, also mitspielen. Eben, ich sage zweiter Platz und ich sage, mit dieser Mannschaft ist das auch möglich, wenn wir wirklich konzentriert sind und immer alle 100% geben. Danke vielmals. Herr Landner, Spitzenspiel, das den Namen darf tragen. Also das war ein sehr intensiver Match gewesen. Ihr habt es noch kehren können. Wie habt ihr den Match erlebt? Was ist am Anfang schiefgegangen? Ja gut, wir sind durch einen individuellen Fehler, der einfach passieren kann. Das gehört zum Fußball, sind wir in den Rückstand geraten. Und dann natürlich mit der Strapaze, die wir die letzte Woche hatten, haben wir von Anfang an gewusst, dass es schwierig wird. Und dann bist du gerade 1-0 im Rückstand. Hat uns sicherlich nicht in die Karte gespielt.
Aber nachher muss ich sagen, hat sich die Mannschaft aufgerafft. Eine riesige Willensleistung. Spielerisch war es jetzt sicher nicht überragend gewesen, das muss man auch sagen. Wir haben uns dann auch ein bisschen anstecken lassen. Wir haben den Ball dann auch zu wenig zirkulieren lassen. Es ist eine gewisse Hektik aufgekommen. Aber irgendwo verständlich, wenn man jetzt gesehen hat, was wir die letzten Wochen alles durchgestanden haben. Aber das Kompliment an die Mannschaft, rein von der Einstellung und charakterlich, ist das top gewesen. Sie sprechen es an, es war eine harte Woche, aber es hört ja nicht auf. Sie spielen am Mittwoch nochmal und dann gibt es am Wochenende wieder ein Match. Und dann spielen sie nochmal Champions League. Ich habe schon gesehen, heute haben sie schon ein bisschen Kaderverwaltung machen. Wie intensiv wird das wirklich für ihre Spielerinnen? Ja, die natürlich da ständig von Anfang an spielen, für die wird es sehr intensiv. Sicher versuchen wir da ein bisschen Rücksicht zu nehmen. Muss natürlich auch immer ein bisschen schauen, positionsbezogen, was haben wir für Möglichkeiten. Aber für mich ist es sehr, sehr wichtig, wir müssen die jungen Spielerinnen anführen. Und dann bietet sich das ja förmlich an, wenn man so eine Doppelbelastung hat, dass man dann einfach mal einer jungen Spielerin eine Chance gibt, dass sie sich weiterentwickeln kann. Es ist ziemlich lang gegangen, und zwar bis in die Hälfte der zweiten Halbzeit, bis ihre Mannschaft verstanden hat, dass sie das Spiel auseinanderreißen muss, um durch das Abwehrbollwerk zu kommen. Sie haben gesagt, sie haben sich anstecken von Luzern. Wieso ist es gleich so lang gegangen? Sie haben ja genug erfahrene Spielerinnen. Ja gut, eben wie gesagt, das 1-0 hat sicher nicht die Karte gespielt, hat uns dann auch ein bisschen verunsichert. Es war das erste Gegengoal und du bist in Rückstand. Und es war auch noch extrem heiss und wir haben gewusst, dass es muss ein bisschen auch über den Willen gehen. Es ist klar, mit dieser Belastung, du bist nicht frisch. Du bist nicht frisch, wie wenn du jetzt einfach nur Samstag spielst. Aber für mich ist das eben etwas Schönes, zu sehen, wie sie sich wirklich nochmal reingehängt haben. Und dann ist klar, du bist am Anschlag und dann bist du vielleicht in den Gedanken auch nicht mehr so klar, in der Technik nicht mehr so sauber. Dann gibt es Ballverluste und von denen haben wir sicherlich zu viel gehabt. Jetzt sind Sie ja gar noch nicht so lange dabei. Sie müssen trainieren am Anfang von der Saison mit dem Team. Wenn Sie aber jetzt alle drei Tage spielen, geht das nicht so gut. Wie fest sehnen Sie sich nach der nächsten Nazi-Pause? Ja, wir trainieren immer, oder? Es ist jetzt ein bisschen das Jonglieren, Regeneration, eben für die gespielt haben. Aber da haben wir unseren Plan. Und mit den anderen, die nicht gespielt haben, dort trainieren wir einfach, dass sie auf dem Level sind, dass wenn sie die Chancen bekommen, dass sie dann auch wirklich parat sind. Wir tun auch extrem rochieren mit der U21, dass sie einfach junge Spieler von Zeit zu Zeit abgeben, dass sie einfach 90 Minuten nicht dabei hat. Da schauen wir einfach, dass es ein bisschen aufgeht, so gut wie möglich. Aber da geben wir uns extrem Mühe. Weil ich denke, die Spielerin verdient es auch, dass, wenn man sie dann reinrührt, dass sie parat ist. Und das geht halt nur über Spielpraxis. Und dann müssen sie manchmal halt den Umweg nehmen über die U21. Aber das akzeptieren sie eigentlich auch sehr gut. Danke vielmals. Glenn Meyer, fast den Exploit geschafft beim FC Zürich. Die ersten zwei Goal geschossen, Gegengoal für sie. Und dann eigentlich einen Grossteil des Matches dominiert. Wieso hat Zürich dort 10 Minuten lang das Spiel kehren? Ja, aber ich denke, wir haben wirklich einen sehr guten Match gemacht. Wir waren sehr gut organisiert. Wir wissen, wenn man gegen Zürich spielt, man darf eigentlich nichts zulassen. Wir sind sehr kompakt gestanden und gut geschafft gegen den Ball. Und eben die Goal, die wir bekommen, sind einfach unglaublich ärgerlich. Aber ich sage nein, individuelle Fehler von uns, vom Goalie, wo immer passieren kann. Ich sehe jedes Wochenende auch international. Und dann vor allem der letzte 3-2 entscheidende Goal ist für mich ein Fehlentscheid, wo ich aber auch sage, das kann passieren, aber es ist einfach für uns extrem ärgerlich, wenn du so einen Aufwand betreibst eben gegen einen Gegner, wo ich sage, hat sicher mehr Qualität eigentlich individuell wieder mehr. Und wenn du auch Aufwand betreibst und dann am Schluss eigentlich musst du sagen, hey, verlierst wegen zwei sättigen Fehler, ist einfach extrem ärgerlich. Es war speziell, Sie haben es angesprochen, Sie sind eigentlich sehr kompakt gestanden. Die hinteren zwei Reihen haben eigentlich nichts zugelassen. Und dann einfach das letzte Drittel. Wieso hat dort heute die Laufwege nicht gestimmt, die letzten Pässe? Irgendwie hat man dort nicht die Intensität gehabt, wo einem hat das Spiel eigentlich geben können. Super beobachtet, ja. Das war auch etwas, was ich in der Pause angesprochen habe. Man hat einfach gemerkt, wir mussten einen extrem grossen Aufwand betreiben gegen den Ball. Und wenn wir den Ball gewonnen haben, ist viel häufig
zum Glück haben wir den Ball. Und dann haben alle runtergefahren, statt dass wir eben dann zwei, drei Leute hatten, die möglichst schnell umgeschaltet hätten, die auch die Schnittstelle attackiert hätten, die wir dann auch hätten können bespielen mit den Leuten, die wir eigentlich mit der Mel Müller, die meiner Meinung nach wieder einen überragenden Match gemacht hat mit der Royal Job im Zentrum, weil die Bälle hätten können spielen. Aber wir haben in dem Moment, sage ich, uns vor allem ein bisschen Kraft gefällt und der Wille nach der Woche, die Läufe zu machen, die Tiefe, wo wir dann mit der schnelles Umschalten wahrscheinlich noch die eine oder andere Chance hätten können kreieren. Bleiben wir gerade bei ihnen zwei Galionsfiguren. Also wirklich, Rahel Schopp und Melanie Müller machen einen guten Match. Sehr ungewohnt für mich als externer Beobachter ist, dass Melanie Müller heute hinter der Rahel Schopp gespielt hat. Das war erstens sicher verwirrend für den Gegner. Aber die Melanie Müller hat die Idee gesehen, dass sie das Spiel von hinten aufbauen kann. Warum gibt man so einer offensiv starken Spielerin die Aufgabe, die dann auch im letzten Drittel dann auch ein bisschen fehlt? Es war mehr die Idee, auch gewesen, dass dadurch, dass Melanie noch von der Postur her einfach auch noch ein bisschen zweikampfstärker ist als der Trial Job, ist es mir vor allem darum gegangen, dass wir, wenn wir Ballverlust haben in der Zone 2, Zone 3, dass wir einfach jemanden haben, der von der Athletik her dort noch dagegen haben kann, wenn wir mal in einem Umschaltmoment einen blöden Ballverlust haben. Aber ist klar, ich sage, ich will noch eine zweite Mel oder eine zweite Rail, das wäre super. Aber eben, wir haben eigentlich dort dann auch, sonst in diesem Spiel, eigentlich nicht fix jemanden auf dieser 6er Position. Ich lasse ihnen auch relativ viel Freiheit, weil ich einfach auch nicht Fan bin von so Kreativspielerinnen extrem einschränken. Und ich kann sagen, hey, wechselt die Position, einmal läuft der Mel auf 10, einmal geht der Rail Job auf 10. Niki Remund, meiner Meinung nach, auch erste Halbzeit sehr guten Match gemacht, aber hat einfach muskulär noch Probleme und reicht halt nur 45 Minuten. Und ja, das sind Wechsel, wo ich einfach sage, du haben wir jetzt halt nicht die Breite im Kader drin, die jetzt Zürich hat, die einfach gerade die nächste Bombe dort bringen kann. Reden wir gerade über Kaderstärke. Zürich wechselt 3-4 Positionen wegen dem Champions League-Spiel. Sie haben 3 Ersatzspielerinnen. Ist das regelmässig ein Problem und wie können sie dagegen ankämpfen? Also ich muss ehrlich sagen, ich bin momentan nur am Regenerieren, dass wir möglichst viel Kräfte sparen können. Wir haben Langzeitverletzte, wo ich sage, es ist wirklich extrem mühsam, dass wir die Kaderbreite in dem Sinn einfach nicht haben. Und ja, es ist noch schwierig, wie man dem dagegen wirken will. Ich sage, ich bin froh, haben wir so viele Transfer überhaupt können tätigen. Sonst wird es extrem schwierig werden. Ich hoffe jetzt, dass dann, wenn ein Chantal Wieser wieder retour kommt oder so, das sind Leute, die halt sehr schwierig sind für uns aktuell zum ersetzen. Wobei ich muss sagen, eben grundsätzlich von der Einsatzbereitschaft her, die gekommen sind von der Bank, auch Nicole Scherer, die noch nicht viel Erfahrung hat auf einer Nazia, kommt in ein Spiel rein, wo ich sage, ist sehr schwierig in der Pause gegen Zürich reinkommen. Und ja, wir brauchen Zeit, um die Leute wieder gesund zu bringen. Wir haben noch einen Melle Skodeler, der sicher auch noch eine entscheidende Rolle wieder spielen wird, die von einem Kreuzbandriss-Retour kommt. Und klar, ich meine, bei Zürich hockt der A-Nazi-Spieler mit der Ginzia-10er 90 Minuten auf der Bank, der nicht zum Einsatz kommt. Das sind Sachen, die wir eben, von dem träumen wir, oder? Jetzt sagen Sie Zeit, wir brauchen Zeit, aber die Saison die geht schnell weiter. Ihr habt die Chance, wenn Servette einen guten Match macht, hier am Mittwoch gleich noch am ersten Platz dran zu bleiben. Wie hart wird der Herbst? Ja, es kommt darauf an, eben, wie jetzt auch die nächsten Spiele laufen. Ich sage, uns spielt jetzt die Cup-Runde wieder ein bisschen Karten, dass wir da gewinnen wir wieder eine Woche bei der einen oder anderen Spielerin. Und ja, für uns ist klar, wir müssen einfach probieren, jeden Match uns so teuer wie möglich verkaufen. Es zerrt extrem an den Kräften, wenn man jedes Mal eigentlich mit der gleichen Elf praktisch muss spielen und praktisch keine Optionen hat und auch wirklich angewiesen ist, dass die Leute, die auf dem Platz sind, gesund bleiben. Und ich sage, für uns ist am ersten Platz dranbleiben, das sind sicher auch ein Ziel, aber ich denke nicht, dass wir über die Saison gesehen können, überhaupt mit Zürich mithalten. Und ich denke, die sind nachher in einer eigenen Liga wahrscheinlich. Und für mich ist Servette so ein Geheimfavorit, wo ich sage, haben jetzt eigentlich plötzlich ist die Liga ein bisschen wach, schaut ein bisschen auf die. Aber für mich ist eigentlich klar, dass Servette eine sehr entscheidende Rolle wird spielen. Aber für uns wird das Ziel sein, möglichst viele Punkte zu holen und vorne dran zu bleiben. Aber immer unter der Voraussetzung, dass wir auf die zurückgreifen können, die wir noch haben.
Jetzt werde ich noch fies mit der letzten Frage. Das letzte Mal, als wir miteinander geredet haben, haben sie gesagt, ja gut, das mit dem Nazi-Job, der ist weit weg. Jetzt wissen wir, dass der leider erst im Dezember neu besetzt wird. Bis dann sind sie vielleicht immer noch an Tabellenspitze. Könnte dort noch etwas kommen? Oder was prognostiziert ihr allgemein für die Nazi? Also eben, wie schon dort gesagt, wenn ich nur einmal irgendwie würde jemanden hören, der überhaupt das in Betracht zieht, das wäre eine unfassbare Ehre für mich. Ich denke nicht, dass der Verband mit dem Gedanken überhaupt spielt. Weil eben, ich muss selber überhaupt noch Trainerausbildungen machen aktuell, bis ich überhaupt auf dem Niveau auf Trainer sein. Ich bin froh, dass wahrscheinlich ein paar jetzt das Gefühl haben, ja, ich, von den Fähigkeiten her reicht das hier. Aber ich muss noch so viel lernen und so viel an mir selber arbeiten, dass das überhaupt einmal ein Thema wird. Da gibt es sicher noch die ein oder andere interessante Option. Danke vielmals.